Hallo, das hier wird das erste von zwei Pokémon-Videos zu Mewtwo. In diesem Video wird es hauptsächlich darum gehen, warum Mewtwo eines meiner Lieblings-Pokémon ist. Und das eigentlich schon immer. Im nächsten wird das Video eher zu einer Art Vollidioten-Pokémon-Folge. Man muss ja, damit man Mewtwo hier benutzen kann, im PvP Unranked spielen. Und so spiele ich hier auch Unranked. Und in Unranked sind ja grundsätzlich alle Legendaries verfügbar. Und was sich die Leute da teilweise für eine Scheiße zusammengespielt haben, es ist sensationell. Aber hier habe ich Sakura zum Gegner. Und was sie oder er, was auch immer sich hinter Sakura verbirgt, ich weiß, ist ein Naruto-Charakter, kann aber auch irgendein Typ sein, der mal wieder sich als Mädchen ausgibt. Ja, die hat sich gedacht, let's go, Legendaries, hat ein ganzes Team voller Legendaries aufgestellt. Mit einem ganzen Berg an neu-modernem Scheiß. So wie diesen Drachen da mit den weißen Haaren, die im Wind flattern. Super. Hatte sogar auch ein Mewtwo dabei, hat's aber nicht mitgenommen. Naja, schlimmer Fehler. Da müssen wir jetzt erstmal Sakura beibringen, warum Mewtwo so krass ist. Ich möchte mich übrigens an dieser Stelle auch noch bei einem Zuschauer bedanken. Nämlich bei Bloody Falcon, der mir sein Mewtwo zur Verfügung gestellt hat. Denn sonst hätte ich keins, das ich spielen könnte. Weil ich nicht für Pokémon Home bezahle, damit ich mir aus alten Spielen da irgendwelche Pokémon rüber switchen kann. Denn nur so, quasi per Pay-to-Win, kommt man überhaupt in Pokémon Schwert und Schild an ein Mewtwo. Davon ab habe ich nicht mal die alten Spiele, von denen ich mir ein Mewtwo rüber switchen könnte, selbst wenn ich dafür bezahlen würde. Weil ich seit Pokémon Gelb bis eben jetzt zur aktuellen Generation kein Pokémon-Spiel gekauft habe. Ich habe ein paar von den zwischenzeitigen noch gespielt gehabt, ja, aber am PC mit Emulator. Super, ne? Von daher ist Mewtwo für mich persönlich auch einfach das Legendary-Pokémon. Wenn man mal ehrlich ist, damals so blau, rot, gelb, da gab es nichts Stärkeres. Es war auch schon echt overpowered, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ist mittlerweile nicht mehr so overpowered, weil halt viele Mechaniken im Spiel auch geändert wurden und weil neue Typen dazugekommen sind, die Psycho allgemein dann etwas schlechter gemacht haben als früher. Aber unterm Strich ist es immer noch verdammt stark. Und im Gegensatz zu früher kann man ja jetzt Mewtwo Dynamaxen. Und das ist auch schon sehr, sehr broken, wenn man mal ehrlich ist. Ich dachte eigentlich, Legendaries sollte man nicht Dynamaxen können. Haben sie ja auch so gemacht bei den Legendaries aus Schwert und Schild. Zamazenta hier beispielsweise kann nicht Dynamaxen. Zacian, das offensive Gegenstück mit dem Schwert, auch nicht. Und Endynalos auch nicht, nachdem man die große Form von Endynalos im Laufe der Hauptstory besiegt. Spoiler! Na, ja, aber bei den Pay-to-Win-Legendaries, da sieht das ganz anders aus. Die kann man Dynamaxen. Ist ja eigentlich auch frech, wenn man drüber nachdenkt, ne? Aber ihr habt es ja eben gerade auch schon wieder gesehen. Mein Mewtwo hat den Lockendrachen mies aus dem Leben gewonnen-hittet. Und das nicht mal mit irgendwelchen Bonusschaden von etwaigen Typschwächen des Drachens. Ja, nein, mit neutralem Schaden hat es sich da komplett durchgenukt. Okay, mein Mewtwo ist auch gebufft, aber das ist schon anerkennenswert, ne? Da kann der neue moderne Scheiß nicht mithalten. Und man muss dazu sagen, mein Mewtwo ist hier nicht mal in einem besonders vorteilhaften Matchup. Das ist jetzt nichts, was man sagen könnte, dass es besonders weak gegen Mewtwo wäre. Aber es räumt trotzdem auf. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man Legendaries nicht in Rank benutzen darf. Wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, dass einen Haufen Legendaries dahin zu klatschen und zu hoffen, dass es funktioniert, nicht die Lösung ist. Sieht man ja auch wunderbar hier am Sakura-Muggel, beziehungsweise vielleicht auch der Sakura-Muggel-Hilde. Man muss die Legendaries nämlich auch entsprechend supporten, damit die funktionieren. Seht ihr hier bei meinem Mewtwo. Mein Mewtwo holt da schon wieder einen One-Hit, wird aber vom gegnerischen Pokémon nicht gewone-hittet. Und das, obwohl das sogar doppelten Schaden per Typschwäche gegen mein Mewtwo gemacht hat. Ärgerlich. Und mein armseliges Zamazenta da, das macht armseligen Schaden. Nein, so armselig ist es tatsächlich auch nicht. Das ist eher in einer Supportrolle unterwegs. Wie ich ja auch schon erwähnt habe, ist Zacian eher so das offensive Titel-Legendary von Schwert. Und Zamazenta von Schild ist eher defensiv. Kriegt ja auch einen Defensiv-Boost. Beziehungsweise in diesem Fall sogar zwei, die ich dann ja auch beide auf mein Mewtwo übertragen habe.
Wie gesagt, man muss Legendaries supporten und man kann sogar Legendaries mit anderen Legendaries supporten. Das klappt tatsächlich. Und jetzt habe ich eben gerade meinen zweiten Trick mit meinem Summer Center vorbereitet. Während Mewtwo sich nämlich protected hat, hat mein Summer Center hier Close Combat eingesetzt, um damit entsprechend einen Defensiv-Debuff auf sich selbst zu erzeugen. Und das ist nicht der einzige. Durch die Geistattacke, die vorher Mewtwo getroffen hat, ist mein Summer Center zu diesem Zeitpunkt sogar physisch schon doppelt gedebufft. Naja, was kann man da machen? Man kann mit Schutztausch diese Debuffs auch auf den Gegner rüber switchen. Um das also klar zu erklären, der Gegner bekommt jetzt die Debuffs gedrückt, die er mir vorher gedrückt hat, noch dazu den Debuff, den ich mir selbst gedrückt habe, und mein Summer Center wird wieder auf die neutralen Werte gesetzt, die es ja für gewöhnlich hat. Und die sind ziemlich hoch und es ist ja immer noch Full Life. Mewtwo holt sich hier den dritten Kill und wird dann gleich durch die nächste Geisterattacke sterben, was dann der dritte Debuff ist, den ich dann auch instant auf das gegnerische Viech übertrage. Ja, da guckt sein scheiß Traumfänger blöd. Er tötet zwar Mewtwo, aber die Sache hat sich für ihn absolut erledigt. Ich meine, man kann es ihm ja nicht mal vorwerfen, dass er sich auf Mewtwo konzentriert. Mewtwo hat um seinen scheiß Traumfänger drumherum das ganze Team ausgelöscht und jetzt hat er es endlich tot, aber schlussendlich ist die Lage, in die ich ihn gebracht habe, eine, aus der er nicht mehr rauskommen kann. Sein Scheißviech hat 3 physische Debuffs und ich habe da 2 physische Attacker auf Full Life stehen, die ganz angenehme Hits austeilen können. Werdet ihr gleich sehen. Das Summer Center macht jetzt gar nicht mehr so wenig Schaden, wo der Gegner vernünftig gedebufft ist. Und dazu kommt, dass Despotar hier ja eh ein unglaublich gutes Matchup gegen seinen scheiß Traumfänger hat. Der Traumfänger hat eine Vierfachschwäche gegen Despotars Unlichtattacken. Ja, das tut dem scheiß Ding schon weh. Dazu noch die Debuffs. Da ist ganz vorbei. Oh, mein Summer Center hat den Hit weggetankt, obwohl der doppelten Schaden dagegen macht. Das tut mir aber leid und guck mal, es hat genauso viel Schaden gemacht und das auf neutraler Basis. Und Despotar finisht dann den Dreckstraumfänger endlich durch. So ist das. Sakura Muggelhilde wurde besiegt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.